Und damit Gummo 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 zusammen. Wir sind wieder hier bei News Spekulatius. Und ja, es ist soweit. Die Gerüchte waren wahr. Die neuesten zumindest. Eine neue Direct kommt. Es ist allerdings keine Mainline Direct, wie sich viele erhofft haben, mich mit einbezogen. Sondern es wird eine Direct Mini Partner Showcase. Eine Third Party Direct. Und sie kommt am 28. Juni, also morgen. Und zwar um... Wann ist es soweit? 15 Uhr, eine quasi 25-minütige Direct, in der es um kommende Third-Party-Games für die Switch geht. Darüber reden wir heute mal so ein bisschen. Also, erst einmal, ich hatte eben ein Video aufgenommen, in dem ich die Frage versucht habe zu beantworten, wird es diese Woche eine Partner-Showcase geben? Und meine Antwort war, ich kann es mir nicht vorstellen, weil Nintendo sich das auf eine gewisse Art und Weise nicht leisten kann, das zu tun. Weil auf der einen Seite eben noch gewisser Content weiter verbreitet werden muss. Es muss über gewisse Spiele, die noch kein Release-Date haben oder zu denen es noch eigentlich nicht genug zu berichten gab, dazu muss es Neuigkeiten geben. Es muss zum Welle 2 DLC von Mario Kart 8 Booster Pass Infos geben. Es muss... eigentlich sogar zu Bayonetta 3 Infos geben. Es muss eigentlich auch zu Splatoon 3 Infos geben. Möglicherweise auch zu einem gemutmaßten DLC für Mario Party Superstars. Und so weiter und so fort. Sämtliche weiteren Spiele, die noch auf ein Release-Date warten. Gummo Gummo an Advance Wars 1 und 2. Ich weiß, momentan schwierig, aber... das war meine runtergebrochene Meinung. Nintendo kann es sich nicht leisten, keine Mainline Direct zu bringen. Sie haben sich trotzdem dagegen entschieden, eine zu bringen und haben sich stattdessen auf eben Drittanbieter-Software konzentriert. Ich habe das Gefühl, wir sind wieder im Jahre 2020. Dass es sich sowieso so anfühlt, als wäre man immer noch in diesem Jahr festgefangen. Wobei, nicht ganz, aber es fühlt sich an, als wäre nicht 2022. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Und wieso bringen sie dieses Format wieder zurück? Was kann es denn an so vielen Drittanbieterspielen geben, die sagen, hey, wir wollen unbedingt noch auf die Switch? Ich meine, Genshin Impact ist eine Sache, die existieren sollte auf der Switch, die bisher nicht existierte. Würde ich mir sehr wünschen. Auf der anderen Seite, die, ich sage mal, geleakten Spiele. Denn dadurch, dass der Bruder Nacho Requena war es, glaube ich, richtig. Ihr müsst wissen, das Gerücht, um das es hier geht, hat sich auf eine Partner-Showcase bezogen. Und es hat sich am Ende des Tages bewahrheitet. Was ich ziemlich krass finde, dass quasi auch der, möglicherweise der Hinweis der My Nintendo Store-Webseite quasi darauf auch hingeleitet haben könnte, sage ich jetzt mal, mit der Downtime, die von heute bis Mittwoch geht. Wo ich mich übrigens immer noch frage, wieso bis Mittwoch? Wieso bis Mittwoch, wenn morgen die Direct kommt? Ist es nicht eigentlich von Nintendo aus immer so, dass sie versuchen, ich sag mal, eine Art Pünktlichkeit an den Tag zu legen, wenn es darum geht, neue Produkte, die in den My Nintendo Store kommen, und die auch in einer möglichen Direct angesprochen werden, dann auch direkt nachdem die Direct gedroppt ist, zur Schau, zur Verfügung zu stellen. Das wundert mich halt ein bisschen. Das ist halt noch ein bisschen fishy, finde ich. Nicht, dass ich jetzt noch irgendwie eine weitere Direct erwarte. Überhaupt nicht. So, ey, wir haben diesen Monat 2 bekommen. Und das ist, ich sag mal, eine Sache, die schon nicht schlecht ist, sage ich jetzt mal. Also, letzte Woche wurden die Xenoblade-Brüder bedient. Diese Woche sind die Third-Party-Brüder dran, wo ich mich ja auch ein bisschen zu zähle. Ich warte ja auch auf gewisse Drittanbieterspiele. Genshin ist eigentlich das beste Beispiel, nachdem jetzt Fall Guys erschienen ist. Ich bin irgendwo, was heißt dankbar? Ich habe es erwartet und es ist passiert. Jetzt nicht in der Größenordnung, die ich mir vorgestellt habe mit einer richtigen Direct, aber das ist eine Sache für ein anderes Video, das können wir definitiv die Tage sprechen, nachdem wir uns das hier angeschaut haben und schauen, was uns da in den 25 Minuten erwartet. BrüderInnen, jetzt ist natürlich die Frage, was haltet ihr denn davon? Was
denkt ihr zu dieser Ankündigung? Fühlt ihr euch von Nintendo irgendwo verarscht? Ich meine, unabhängig von den Gerüchten, die kursierten, die von einer Direct gesprochen haben. Ich selber hätte natürlich auch eine Mainline Direct mehr als gerne entgegengenommen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist das Ding, Nintendo fühlt sich gerade nicht so, als müssten sie uns Spiele zeigen, die in der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheinen. Wohlgemerkt, First-Party-Spiele. Ich denke, der Fakt, dass keine Mainline Direct kam, ist auch irgendwo wahrscheinlich ein Mitgrund dafür, dass Nintendo dieses Jahr nicht auf der Gamescom sein wird, weil man eben, ja, Überraschung, nichts Neues zu zeigen hat. Und ich denke, das ist dann vielleicht sogar ein Jahr, das wir bekommen. Ich hatte mir lustigerweise sogar genau diesen Gedanken vor Augen geführt, so nach dem Motto, ey, am Ende weißt du was, am Ende kommt diese Partner-Showcase wirklich, weil Nintendo der Meinung ist, sie haben nichts zu zeigen, so. Sie haben nichts zu zeigen und möchten das Ganze halt erst wahrscheinlich im September oder so zeigen. Aber wie gesagt, auf diese Thematik, ey, da müssen wir definitiv drüber reden, weil, jetzt mal ehrlich, MK8 Booster Streckenpass, gut, das werden sie dann wohl jetzt Shadow droppen auf Twitter. Bayonetta 3 Release Date, gut, das werden sie dann wohl Shadow droppen auf Twitter oder in der September Direct zeigen, wenn das Spiel dieses Jahr überhaupt noch erscheinen soll. So, es ist... Ja, und damit natürlich auch weiteres Gameplay zu Breath of the Wild 2 ist damit auch passé. Wir werden wahrscheinlich im September erst, es ist wirklich so, der September ist der nächste Direct-Spot, wir wissen das. Und eigentlich kam in den letzten 10 Jahren immer irgendwo im Juni eine Mainline-Direct. Und das ist dieses Jahr, genau wie 2020, nicht passiert. Und das ist auch für mich so ein bisschen der Grund, warum ich sage, Bro, das ist... 2020 wiederholt sich so ein bisschen. Nintendo ist der Meinung, sie haben nichts zu zeigen. Aber eigentlich haben sie das sogar. Also selbst wenn es Leute gibt, die auf neue Informationen lechzen und endlich wissen wollen, wann jetzt der nächste Booster-Streckenpass von MK8 rauskommt, ob ein DLC zu Mario Party Superstars erscheint oder vieles anderes mehr. Nintendo möchte uns darauf partout keine Antwort geben. Und ich meine, es ist natürlich irgendwo auch die Erwartungshaltung, ja, dass man halt eben erwartet, dass man von Nintendo neue Infos bekommt, nur ja, von Nintendo braucht man eben nichts erwarten. Das ist das Ding. So. Auch wenn Nintendo statistisch gesehen in den letzten 10 Jahren immer irgendwo eine Mainline Direct hatte, und dieses Jahr sind es im Juni sogar zwei, wie gesagt, so. Dieser Move von letzter Woche und dieser Woche ist, hey, wir haben euch nur Xenoblade Chronicles 3 zu zeigen und hey, wir haben euch sonst keine anderen First-Party-Spiele zu zeigen, auch nicht Pokémon Karmesin und Purpur mit extra Gameplay in einer Treehouse-Konferenz, auch wenn das für mich mega Sinn gemacht hätte. Aber Nintendo dachte sich so, nö, warum dieses Jahr denn quasi unseren leeren Spielekalender sich so anfühlen lassen, als wäre er voll. Lassen wir ihn einfach leer. Und wie gesagt, das ist auch zu 100% einer der Gründe, warum Nintendo dieses Jahr nicht auf der Gamescom sein wird. Es gibt keine Spiele so. Sämtliche Spiele, von denen wir wissen, die will Nintendo, da hat Nintendo nicht diese, ich sag mal, Präferenz oder diese Priorität, um es auf der Gamescom oder auf anderen Messen zu zeigen, sondern macht eben ihre Bully-Boomer-Tour. Ja, sollen sie gerne tun, so. Für mich heißt es halt nur, wie gesagt, dieses Jahr, wenn wir eine Direct, Mainline Direct erwarten wollen, dann September. Jetzt ist vorbei, so. Aber hey, so, wir können ja immer noch überrascht werden. Nintendo ist fucking unpredictable. Außer jetzt in den Fällen des spanischen Journalisten, der Recht gehabt hat. Wo ich mir auch erstmal dachte, Quelle Trust Me Bro, und am Ende hat er recht. So, und das zeigt irgendwo so ein bisschen, auch wenn es kleine Games-Journalisten da draußen gibt, einige von ihnen mögen Wahrheit sprechen und am Ende
ich sag mal, als quasi der, der es gecallt hat, dastehen. Das muss man ihm zugestehen. Er hatte recht. Not bad. So. Auch wenn niemand daran geglaubt hat. Er hatte recht. Und jetzt ist es soweit. Habt ihr Bock auf die Showcase? Oder habt ihr eher nicht so viel Bock? Schreiben Sie sehr gerne in die Comments. Wir werden darauf morgen reagieren. Es wird lecker. Kommen Sie ran. Und bis morgen. Hauen Sie rein und tschüss.